Wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir starten wieder mit unseren Online-Hörsaal-Fortbildungen. Danke für Ihr großes Interesse, dass Sie sich wieder so zahlreich angemeldet haben und so zahlreich hier erschienen sind in der digitalen Welt. Freut mich sehr, dass wir unseren Herbstblock jetzt mit einem bekannten Vortragenden starten können, zu denen wird dann Magister Dr. Leonard Elli noch ein paar Worte verlieren und noch ein bisschen drüber plaudern, worum es da heute gehen soll. Ich möchte noch ganz kurz zum Organisatorischen was sagen. Wie immer finden Sie rechts in dieser Menüleiste die Rubrik Fragen, wo Sie uns die Fragen stellen können. In den Fragen-Chat, wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Erfahrungsgemäß schaffen es wir nicht immer, alle Fragen zu beantworten, weil doch immer sehr viel hineinprasseln. Wenn es gegebenenfalls passend ist, werden wir die Fragen auch dem Vortragenden weitergeben, dass er direkt auf Ihre Frage antworten kann. Wenn wir dann noch ein bisschen schauen. Ja, perfekt. Die Teilnahmebestätigungen werden wir wie immer in einigen Tagen dann per Mail an Sie versenden. Bitte da etwas Geduld. Das dauert ein bisschen, bis wir da durch sind. Perfekt. Lieber Marco, magst du zu uns stoßen und ein paar Worte über den Vortragenden und das Thema verlieren? Ja, grüß Gott, hallo, servus. Freue mich auch, dass ihr zurück seid, ihr aus der Sommerpause. Wir machen wieder weiter mit unserem bekannten Modul quasi, haben ein Thema ausgewählt, das oder eigentlich vorgeschlagen bekommen, muss ich zugeben, das uns ziemlich interessieren wird, denn ich glaube, wir kennen den Vortrag, den wir schon einmal gehabt hatten. Darf dann begrüßen den Christian Neuhauser, aus Oberarzt aus der Neurologie. Er wird sich selber dann kurz vorstellen. Themenkreis wird ein neurologischer Themenkreis sein, aber eben abseits der 0815-Geschichten. Bin schon sehr gespannt und ich wünsche uns allen einen interessanten Vortrag. Dankeschön. Christian, bitte um deinen Vortrag. So. Jetzt bitte die Kamera drücken. Passt. Dann darf ich übergeben. Danke für die schöne Einmoderation, danke für die Einladung. Mein Name ist Christian Neuhauser. Ich bin von Beruf Facharzt für Neurologie. Ich arbeite in St. Pölten auf der Neurologie und habe dort einen akutneurologischen Schwerpunkt. Der René wird mir jetzt noch schnell helfen, meine Präsentation zu starten. Da gibt es ein kleines technisches Hoppala. Unser heutiges Thema sind neurologische Notfälle, die so ein bisschen abseits der Klassiker sind. Was bedeutet abseits der Klassiker? Ich möchte heute mit euch über Stroke, Mimik und Chamäleon sprechen. Und das sind Themen, die uns in der Akutmedizin immer wieder beschäftigen. Zum einen die Stroke Mimics, das sind Erkrankungen, die schauen aus wie ein Schlaganfall, aber es stecken andere wichtige Differentialdiagnosen dahinter. Und was noch viel wichtiger ist, die Stroke Chamäleons. Bei den Stroke-Chamäleons handelt es sich um Erkrankungen, die sind eigentlich ein Schlaganfall, nur die schauen klinisch anders aus. Und beim Stroke-Chamäleon ist sehr häufig das Problem, du erkennst nicht, dass das ein akutneurologisches Problem im Sinne einer zerebralen Durchblutungsstörung ist. Du machst nicht die richtige Diagnostik und du fehlst aus allen therapeutischen Fenstern. Was mir auch ganz wichtig ist, immer wenn wir uns in so notfallmedizinischen Kontexten bewegen, da müssen wir sehr barmherzig mit uns umgehen und sehr behutsam sein, weil es bringt nichts, retrospektiv alles zu wissen, alles sozusagen 24 Stunden später eh schon gewusst zu haben. Das ist der Sache nicht dienlich. Retrospektoskopieren. Das ist eine gefährliche Sache, weil mit dem Wissen von heute die Vergangenheit zu beurteilen, das ist in der Regel nicht sehr billig und das führt zu nichts.
Und dann ist noch ein wichtiges Apropos, das ich hier anbringen möchte. Sie als Notfallsanitäter und Sanitäterinnen, Sie als Notärztinnen und Notärzte müssen präklinisch nicht irgendwelche gefinkelten Differentialdiagnosen stellen. Sie sollten halt schon grob erkennen können, was das Leitsymptom ist. Und, ja. Warte mal, es gibt da kurz ein paar Tonprobleme. Ja. Wir können dich nicht hören. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Internetleitung ein bisschen busy ist. Ja, also das... Kurz mal unterbrechen, ich will mal kurz drüber schauen. Alles ich, bin, passt. Ich bin auch in der Internetleitung, René, und kann ihn sehr gut hören. Also ich bin nicht über den Dienstleitung, sondern auch Internet. Okay, wir schauen, ob wir das hinbekommen. Aber bei mir alle Mikros laufen. Und der Marco hört mich gut, gell? Ja, ist ein akuter Notfall. Man muss es so sagen. Ist so. Und man muss improvisieren können. Das ist ein ganz wichtiges Tool in der Notfallmedizin. Jedenfalls das Thema war, Sie müssen keine gefinkelten Differentialdiagnosen stellen können. Und es macht auch in der Regel kein schlankes Bein, wenn der Kliniker dann über Notarzt schimpft, ja, was habt ihr mir da wieder braucht, der hätte doch dort auf die Unfall gehört oder hätte es doch erkennen müssen. Na, man tut sich immer sehr leicht, wenn man die volle Palette der diagnostischen Möglichkeiten hat. Da muss man recht aufpassen mit der schlechten Nachrede. Hintnach. Gehen wir jetzt gleich ins Thema, die Stroke-Mimics. Also ich habe euch schon erklärt, das sind Erkrankungen, die schauen klinisch aus wie ein Schlaganfall, aber es stecken andere wichtige Differentialdiagnosen dahinter. Und das Interessante, also diese Stroke-Mimics sind relativ gut wissenschaftlich untersucht. Wenn du einen Stroke-Mimic wie einen Schlaganfall behandelst, zum Beispiel eine Lysetherapie durchführst, haben die Patienten in der Regel wenig Probleme, weil sie in der Regel zerebrovaskulär gesund sind. Das heißt, im Umkehrschluss, man kann davon ausgehen, wenn wir uns in der Differentialdiagnose hin zum Schlechteren verschätzen, also eher vom Schlechteren ausgehen im Sinne des Patienten, richten wir durch moderne Schlaganfalltherapien keine großen Nebenwirkungen an. Und was auch besonders interessant ist, gute neurologische Überwachungsstationen, sogenannte Stroke Units, haben einen gewissen Prozentsatz an falsch positiven Schlaganfalldiagnosen. Und das ist testtheoretisch deswegen relevant, weil wenn du bei den falsch positiven sozusagen auslenkst, nimmst du aber auch die falsch negativen dann mit. Das heißt, wenn jemand sagt, na, ich habe immer nur 100% richtige Diagnosen, dann ist der nicht besonders glücklich aufgestellt, weil er unter Umständen die atypischen Fälle versäumt. Gehen wir so jetzt mitten hinein ins Geschehen. Das ist ein Patient, der war 73 Jahre alt, der ist mit dem Notarzt zu uns in die Erstversorgung gebracht worden und das Leitsymptom war Verdacht auf Schlaganfall. Er hat keinen besonders hohen Blutdruck gehabt. Schlaganfallpatienten haben eher, also sowohl beim ischämischen als auch beim hämorrhagischen Schlaganfall, eher initial hohe Blutdruckwerte. Das hat mit der Autoregulation des Gehirns etwas zu tun. Und er hat eine relativ niedrige Herzfrequenz. Sonst ist nicht sehr viel auffällig. Anamnestisch ist es eine klare und typische neurologische Anamnese, weil mit dem Patienten selbst können wir keine Anamnese erheben. Er ist vom Vermieter am Boden liegend aufgefunden worden. Er hat länger sozusagen nicht sich anschauen lassen. Es ist mehrfach geläutet worden an der Tür und irgendwann hat der Vermieter gesagt, na, jetzt geh da hinein, dem muss was passiert sein. Und der Patient ist am Boden gelegen und hat mehrere äußere Verletzungszeichen aufgewiesen. Er hat eine Fülle von Vorerkrankungen gehabt. Er hat schon mal eine Hirnblutung gehabt, er hat schon mal eine arterielle Hypertonie, er hat dann Diabetes und welche Medikamente er wirklich eingenommen hat, das haben wir nicht so genau gewusst, weil der Notarzt hat sozusagen alle Medikamentenpackerl, die am Nachtkastel gelegen sind,
teilweise schon sehr historische Präparate, teilweise Präparate noch original verpackt, einfach mitgenommen. Und wir haben dann so ein Potpourri an Medikamenten gehabt. Wir haben nicht genau gewusst, was er einnimmt. Der Patient war im neurologischen Status somnolent. Er hat fragliches Mundarztdefizit links gehabt. Das war schwierig zu beurteilen, weil er hat keinen Zahnersatz drinnen gehabt. Und sobald die Menschen keine Zähne im Mund haben, dann wird das Gesicht automatisch ein bisschen schiefer. Er hat eine diskrete Hemiplegie rechts gehabt und das Babinski-Zeichen rechts war positiv. Na, und dann sind wir da gestanden. So. Ah, dann sind wir da gestanden und haben uns überlegt, was die Verdachtsdiagnose sein kann. Und wir haben uns schwer getan. Wir sind einerseits von linkshirnigen Schlaganfall ausgegangen, aber was sich auch gut ausgegangen wäre, wäre ein Zustand nach einem epileptischen Anfall. Also der Patient war nicht mehr im epileptischen Anfall drinnen, er war nicht mehr iktal, sondern er war postiktal. Da sind die Patienten auch verlangsamt. Sie können sogar auch Lähmungen an den oberen und an den unteren Extremitäten haben. Man nennt es Totsche Parese. Und zur weiteren Diagnostik haben wir Akut-CT gemacht. Und in diesem Akut-CD sieht man hier unten, wo der Cursor jetzt hingeht, Blut. Das gehört da nicht hin. Also zwischen dem Schädelknochen und der Gehirnoberfläche hat sich sozusagen Blut angesammelt und es hat sich als chronisches Subduralhämatom herausgestellt. Wir hatten dann noch die Gelegenheit, bei uns in der Erstversorgung ein EEG zu machen. Da hat sie einen Herzbefund gezeigt und den Patienten haben wir dann unter dem Aspekt eines stattgehabten epileptischen Anfalls bei einem chronischen Subduralhämatom stationär aufgenommen und wir haben eine antikonvulsive Therapie mit Levetiracetam eingeleitet. Also wir haben jetzt gelernt, ein mögliches Stroke-Mimik ist der epileptische Anfall. Nächster Fall. Dieser Patient, Frau, sehr jung, kommt zu Fuß in die Erstversorgung. Sie berichtet, am Nachmittag hat sie starke pulsierende Kopfschmerzen gehabt und in der Folge ist es zum Auftreten einer Schwäche und eines Taubheitsgefühls im Bereich des linken Armes gekommen. Die Patientin hat normalen Blutdruck, normale Herzfrequenz. Und in der Anamnese, in der genaueren, gibt sie dann an, eine Migräne mit Aura. Aura sind immer die neurologischen Zusatzsymptome, die abseits vom Kopfschmerz auftreten können. Das können Sehstörungen sein, Gefühlsstörungen sein, bis hin in der extremen Form zu Lähmungen. Sie hat bis jetzt halt nur das Flimmersehen gekannt. Und heute ist es plötzlich zur Lähmung und zum Auftreten eines Taubheitsgefühls des Armes gekommen und das Ganze ist langsam aufgetreten. Aber das hat ihr Angst gemacht, weil sie hat es noch nie gehabt. An Vorerkrankungen war, wie gesagt, die Migräne mit Aura bekannt und die Patientin hat interessanterweise als Dauermedikation die Pille genommen. Und das ist das Erste, was wir hier in dem Fall lernen können. Moderne Neurologie rät eher sehr davon ab, dass man bei einer Migräne mit Aura die Pille einnimmt. Warum? Migräne mit Aura hat ein kleines Schlaganfallrisiko durch die Veränderungen im Gehirn im Verlauf der Migräne. Und die Pille hat auch wieder ein Schlaganfallrisiko aufgrund Gerinnungsproblematiken. Und wenn man zwei kleine Risiken hat, hat man auf einmal ein mittelgroßes Risiko. Und wenn man dann noch raucht, keinen Sport macht, vielleicht auch ein bisschen übergewichtig ist und so weiter und so fort, addieren sich die kleinen Risiken und dann ist es schon irgendwann einmal in einem gefährlichen Bereich. Man muss auch wissen, diese kleinen Risiken über den zeitlichen Verlauf, die steigen. Ja. In einem Jahr betrachtet ist das Risiko sehr gering, aber im Verlauf, im Längsschnitt über 15, 20 Jahre, baut man eine extreme Risikowelle auf. Zum Zeitpunkt der neurologischen Begutachtung war die Patientin wieder vollkommen remittiert. Ja, zu den Verdachtsdiagnosen war es so, dass wir am ersten von einer Migräne mit Aura ausgegangen sind. Was nicht typisch war bei der Patientin, erstens,
Es ist zum ersten Mal zum Auftreten einer Hemisymptomatik gekommen. Was gegen den Schlaganfall eher spricht, ist, dass das Ganze langsam auftritt, in seiner Art wandernden Bewegung über Arm, Stamm und Bein. Das ist nicht so ganz typisch für einen Schlaganfall. Und was auch nicht typisch ist, normalerweise, so steht das in den Lehrbüchern, hat man zuerst die Aura und dann den Kopfschmerz. Und bei unserer Patientin war es aber genau umgekehrt. Die hat zuerst sozusagen die Aura-Symptomatik gehabt, also zuerst den Kopfschmerz gehabt und dann die Aura-Symptomatik. Und das war ein bisschen verwirrend. Das war halt noch zu einer Zeit, wo man nicht so einfach MRTs bekommen hat. Und wir haben zur Sicherheit ein Schädel-CT gemacht. Das hat uns im Wesentlichen bewiesen, dass keine Blutung im Gehirn aufgetreten ist. Es hat uns gezeigt, dass die großen Gefäße offen waren. In der modernen Neurologie macht man immer ein CCT mit einer CTA, also mit einer Darstellung der arteriellen Blutleitern. Das war unauffällig. Und so hat das ausgeschaut, da sieht man überhaupt nichts auffällig. Und therapeutisch haben wir ihr Aspirin gegeben. Acetylsalicylsäure ist halt das Medikament der Wahl zur Behandlung der Migräne. Und weil sie sehr aufgebracht war, haben wir auch ein bisschen Benzodiazepine dazu gegeben. Wir haben sie stationär aufgenommen, observiert. Und wir lernen, ein zweiter wichtiger Stroke-Mimik ist die Migräne, insbesondere die Migräne mit Aura. So schaut übrigens ein Flimmerskotom aus. Und die Patienten sagen uns ja nicht, ich habe jetzt ein Flimmerskotom, sondern die sagen, ich sehe nichts oder ich sehe komisch. Und wenn sie ein Handy haben, dann können sie in die Google-Bildersuche gehen und schauen Migräne und Aura, und da finden sie ganz viele typische Migräne-Aura-Bilder. Das können sie dem Patienten sagen und dann irgendwann wieder sagen, genau das habe ich. Und da ist Ihnen leichter und dem Patienten auch. Nächster Fall. Ein 37-jähriger Patient, ein bisschen höherer Blutdruck, normale Herzfrequenz, kommt mit der Rettung in die Erstversorgung. Man hat vermutet, dass er vielleicht einen epileptischen Anfall gehabt hat, der ist aber nicht beobachtet worden. Das hat eigentlich der Patient selber gesagt. Was auffällig war, er hat keinen Zungenbiss gehabt, er hat keinen Harnverlust gehabt, er hat keinen Stuhlabgang gehabt. Das würde man sich so ein bisschen erwarten, eines dieser Features bei einem epileptischen Anfall. Und was auch interessant war, der Patient hat geklagt, dass beide Beine taub sind. Wir haben ihn dann näher anästhesiert auf ärztlicher Ebene. Und er hat dann angegeben, dass er überhaupt nicht mehr die Extremitäten bewegen kann. Das Taubheitsgefühl hätte sich langsam ausgebreitet. Es sei auch zum Auftreten von Kopf- und Nackenschmerzen gekommen. Und er hat auch angegeben, er hat irgendein chronisches Wirbelsäulenproblem. In der neurologischen Untersuchung haben wir eigentlich nicht wirklich ein Defizit feststellen können. Er hat bestimmte Dinge machen können, wo man sich denkt, also wenn man wirklich plegisch ist, das kannst du nicht. Und bei anderen Untersuchungsgängen, da hat er einfach keine Leistung abrufen können. Und im Hintergrund haben wir dann schon elektronisch ein bisschen die Krankengeschichte aufgerufen und studiert. Und da hat sie eine Fülle von Vorerkrankungen gezeigt. Chronisches Zervikalsyndrom, Somatisierungsstörung, und er hat alle möglichen Medikamente schon verschrieben bekommen. Teilweise hat er sie eingenommen, teilweise hat er sie nicht eingenommen. Ja, was war jetzt die wahrscheinlichste Verdachtsdiagnose? Wir haben eigentlich geglaubt, dass Somatisierungsstörung. Und dieser Patient hatte schon mehrfach MRTs aller Körperregionen, mehrfach CTs. Er hat sogar zweimal schon ein PET-CT bekommen. Er hat sogar einmal sehr überzeugend einen Herzinfarkt nachmachen können, sodass er akut angiografiert wurde. Und zur Strafe hat er vom interventionell tätigen Kardiologen auch einen Stent bekommen. Deswegen hat er auch eine Thromboase einnehmen müssen. Und wir waren jetzt da so vor der Situation, sollen wir das 500. CT machen oder sollen wir zur wirksamsten und wichtigsten medizinischen Intervention schreiten.
Also wir haben keine Diagnostik gemacht, sondern wir haben uns fürs ärztliche Gespräch entschieden und ihm so ein bisschen die Brücke gebaut, um aus diesem Somatisierungsproblem, das er akut gehabt hat, wieder rauszukommen. Wir haben gelernt, ein weiteres wichtiges Stroke-Mimik ist die Somatisierungsstörung. Was mir an der Stelle noch ein Anliegen ist zu erwähnen, die Patienten sind wirklich psychiatrisch krank. Die stellen sich nicht, ja, die wollen uns auch nicht provozieren, die leiden auf seelischer Ebene unter einer Erkrankung. Es bringt nichts, mit dem Patienten zu schimpfen. Ich rate auch sehr davon ab, Scheinmedikamente zu geben, was man früher manches Mal gemacht hat, wo man eine Kochsalzlösung angehängt hat und sagt, oder jetzt kriegst du ein starkes Schmerzmittel. Das ist Patiententäuschung. Das ist nicht weise. Was klug ist und was funktioniert in der Praxis, ist die Bühne abbauen, die Inszenierung sozusagen beenden, Leute aus dem Schockraum rausgeben, sodass der auch wieder die Chance hat, unter Wahrung seines Gesichtes sozusagen in die Normalität zurückzukehren. Der nächste Fall. Das ist eine 44-jährige Frau, normaler Blutdruck, normale Herzfrequenz, die von einem befreundeten Krankenhaus neurologisch zugewiesen wurde, aufgrund von Schwindel und linkshirnigen Kopfschmerzen. Seit einigen Tagen würde das bestehen. Und man hat sich dann gefragt, naja, wenn es das eh schon ein paar Tage hat, warum muss dann eigentlich jetzt akut kommen? Moment. Die Patientin hat dann berichtet, Schwindel und linksseitige Kopfschmerzen, die Beschwerden, ja, die hat schon ein paar Tage gehabt, aber nun ist so akut schlecht geworden, dass sie nicht mehr richtig gehen kann und da irgendwie das Gefühl hat, wie wenn sie betrunken wäre. Und eine junge Frau, also 44 ist für neurologische Verhältnisse ein junger Patient, die ist irgendwie ataktisch gegangen, die war verlangsamt. Irgendein zerebraler Prozess war da schon naheliegend. Und das war deswegen auch ein armer Hund, weil die hat schon mal Enzervizis gehabt, wurde radikal operiert, hat eine laufende Hormontherapie mit Estrogen gehabt und in der neurologischen Untersuchung war die Patientin durchaus auffällig. Bei der Verdachtsdiagnose war es so, also ich habe mir gedacht, aufgrund des Karzinoms in der Vorgeschichte, die wird Metastasen haben, ja. Das ist auch eine naheliegende Differentialdiagnose. Zur weiteren Diagnostik haben wir leider wieder nur ein Akut-CT bekommen. Und in diesem Akut-CT sieht man da Dinge, die nicht hingehören. Das da zum Beispiel. Und das da. Und das da. Und dann ist was Witziges passiert, weil da hat mich dann der Radiologe angerufen, unseres Hauses, und sagt, hey, warum machst du nicht gleich ein MRT? Da hätte man es ja viel besser gesehen. Also haben wir ein MRT nachgeschossen und in der MRT sieht man diese Auffälligkeiten hier, diese ringförmigen Strukturen. Und das können wir jetzt nicht so im Detail diskutieren. Man könnte es mit Abszessen verwechseln, man könnte es mit Zerkarien, also mit Protozoen, die sich im Hirn absiedeln, verwechseln. Aber da kann man verschiedene Sequenzen im MRT machen. Das führt uns jetzt zu weit. In Wahrheit war das eine fulminant aufgetretene Multiple Sklerose. Und man nennt das die Verlaufsform nach Barlow. Und diese Verlaufsform nach Barlow ist eher was Untypisches. Also ich habe das in meiner Karriere zwei oder dreimal gesehen, aber ich arbeite in einem ganz großen Spital mit einem MS-Schwerpunkt, kenne ich mit dieser Erkrankung nicht so gut aus, aber wenn man dort arbeitet, kriegt man doch einiges mit. Und das ist eine Erkrankung, die heimtückisch ist. Das ist wirklich ein akuter MS-Schub, an dem du theoretisch sogar sterben kannst, weil er so fulminant verläuft. Da gibt man Immunglobuline, da gibt man Cortison, da gibt man Plasmaseparation, also da haut man halt immunologisch alles in die Schlacht, was man zur Verfügung hat. Und die Patientin ist nach wie vor bei uns in Betreuung, aber die hat sich von dieser MS sozusagen nachhaltig nie erfangen. Das heißt, wir haben einen weiteren Stroke-Mimik gelernt
Also auch eine fulminant auftretende Multiple Sklerose kann sozusagen Teilaspekte von Schlaganfall oder von einer anderen zerebralen Problematik im Akut-Setting aufweisen. Der nächste Fall. Das ist einer meiner Lieblingsfälle, weil er sich ganz schnell auflöst. Die Patientin kommt zu Fuß mit der Enkeltochter in die Erstversorgung. Sie gibt an, dass sie eine akute Desorientiertheit hat und starke Erinnerungslücken hat. Das ist eine Rentnerin, aber recht rüstig, 77 Jahre. Der Blutdruck ein bisschen höher, weil es aufgeregt ist. Die Herzfrequenz haben wir in der Aufregung gar nicht erfasst. Die haben wir vergessen zum Aufschreiben. Die Patientin berichtet mit Hilfe der Enkeltochter. Sie war heute beim Friseur. Und auf einmal hat sie sich gar nicht mehr richtig ausgekannt und hätte komisch gesprochen. Und was ganz typisch war, sie hat immer dieselben Fragen gestellt. Und der erfahrene Neurologe oder der, der schon sehr viel akutmedizinische Erfahrung hat, weiß jetzt schon die Diagnose. Patienten, die immer wieder dieselbe Frage stellen. Das weist ganz typisch auf eine transiente globale Amnesie hin. Das ist eine vorübergehende Gedächtnisstörung. Wer kriegt es? Zum Beispiel Menschen, die stark emotionalisiert sind. Bei einem Begräbnis zum Beispiel oder bei einem heftigen Schrei zu Hause. Oder wenn man ganz schwer arbeitet in der Hitze. Oder was auch ganz typisch ist, bei Sprüngen ins kalte Wasser. Die transiente globale Amnesie heißt in Amerika Amnesia by the Seaside. Dort ist das Meer halt kalt und auch junge Menschen, die dort hineinhupfen, kennen sie momentan nicht aus. Wir haben die Patientin dann zur weiteren Sicherheitsdiagnostik bei uns aufgenommen. Wir haben ein CT gemacht, es hat nichts Relevantes gezeigt. Wir haben ein EEG gemacht. Die Therapie war eigentlich nur auf den Patienten aufpassen, am nächsten Tag wieder entlassen. Und was interessant ist, einige Tage nachdem die Klinik aufgetreten ist, kann man in der MRT hier so Diffusionsrestriktionen, das sind diese weißen Punkte, erkennen. Und die weisen darauf hin, dass im Hypothalamus, im Hippocampus, das ist der Teil des Gehirns, der sozusagen für die Abspeicherung unserer Gedächtnisinhalte verantwortlich ist, ein Problem ist. Das erklärt man sich auf einer Gefäßebene, auf einer vaskulären Ebene. Die Erkrankung ist aber nicht gut verstanden, hat aber nichts mit Alzheimer zu tun, prädestiniert dich auch nicht für den Alzheimer. Und ich selbst habe einmal 2015 einen Übersichtsartikel darüber geschrieben, weil mich das interessiert hat. Es ist eine völlig unklare Erkrankung. Also möglicherweise komme ich irgendwann einmal drauf, was wirklich schuld ist, dass das auftritt. Der nächste Fall. Eine 59-jährige Frau, die seit 9.30 Uhr in der Früh nicht mehr sprechen kann. Was komisch ist, der Blutdruck ist verblüffend niedrig, 110 mit 60. Also das ist nicht typisch für Schlaganfallklinik. Die Herzfrequenz ist halt eher hoch, aber das kann bald einmal sein, wenn man aufgeregt ist und ins Spital kommt. Mit der Patientin selbst kann man eigentlich keine vernünftige Anamnese machen. Aber es gibt den Gatten, der mitgekommen ist und der sagt, um 9.30 Uhr ungefähr ist die Patientin sozusagen zusammengebrochen. Er hat sie daheim gefunden, in einem Zimmer, ich glaube im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, das erinnere ich jetzt nicht mehr genau. Und sie hat sie überhaupt nicht mehr mitteilen können und nicht mehr bewegen können. Dem ist sofort Angst und Bang geworden, hat 144 angerufen, der Notarzt ist ausgerückt und hat die Patientin ins Spital gebracht. An Vorerkrankungen war bekannt chronisches Leberleiden im Sinne einer Autoimmunhepatopathie. Die Cholesterinwerte waren sehr stattlich, der Blutdruck eher hoch. Die Vormedikamente haben wir leider nicht gewusst, die sind in der Aufregung zu Hause vergessen worden, das kann passieren. Und in der neurologischen Untersuchung, das hat ein sehr gewissenhafter Neurologe, nämlich ich, gemacht, vielleicht übergewissenhaft. Ja, ich habe ein paar Rese gefunden, der rechten oberen Extremität, aber die war so nicht Fisch und Fleisch. Dann habe ich die Patientin so lange in die Augen geschaut, bis ich mir gedacht habe, die hat wirklich eine Anisocorie, eine Wortfindungsstörung, also komische Sache.
Und ich bin ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, unter uns gesagt, dass das ein Schlaganfall ist. Und die Patientin war im Lysefenster, ich habe eine CT mit einer CT-Angiografie gemacht. Das war im Wesentlichen in Ordnung. Das hat also nichts dagegen gesprochen, dass man systemische Lysetherapie macht. Aber was ein bisschen komisch war, das Gehirn da frontal, das war schon so ein bisschen atroph. Atroph bedeutet, irgendwie war das Gehirn schon eingeschrumpft. Und das muss gar nicht viel bedeuten. Und wir haben dann die Patientin systemisch lysiert und dann sind so nach und nach Befunde eingetroffen. Und was ganz komisch war, in den Vorbefunden bei uns im Computersystem ganz hohe Leberwerte, also die Gamma-GT über 1000. Und es hat auch einen Brief gegeben von einer renommierten Hepatologie in unserem Universitätsklinikum und da ist gestanden Verdacht auf Autoimmunhepatopathie. Und das war dann interessant, weil die Patientin ist tatsächlich nur einmal in eine Spezialambulanz gegangen, wegen unerklärlicher hoher Leberfunktionsstörungsparameter. Und was machen die Hepatologen? Man nimmt einmal viel Blut ab und schaut. Und die Patientin ist aber nie zu einer Befundbesprechung gegangen. Aber sie hat die Diagnose der Autoimmunhepatopathie und das Verdacht auf, das ist irgendwann einmal weggefallen, mitgenommen. Und ich habe dann die Patientin, weil das irgendwie komisch war, gefragt, gnädige Frau, wäre es eventuell möglich, dass Sie gewohnt sind, Alkohol zu trinken? Das war ein schwerer Fehler, also da war sie dann ganz außer sich, sie war empört, sie hat mit dem Patientenanwalt gedroht, also ich habe ja sofort den falschen Namen gesagt und habe mich zurückgezogen. Aber ich habe in unserem Labor geheim am Blutalkoholspiegel nachbestimmen lassen und der war zum Zeitpunkt, also das ist schon Stunden nachdem sozusagen das Blut abgenommen war, immer noch auf 1,75 Promille. Und dann gibt es so Formeln und Kurven, wo man hochrechnen könnte, wie hoch er am Anfang war und da war die gute Dame sicher weit über 2 Promille und die hat eigentlich einen Rausch gehabt. Ja? Und wir lernen, auch ein wichtiger Stroke-Mimik sind Intoxikationen, das können Alkoholintoxikationen sein, das können Intoxikationen mit Schmerzpickerl sein. Das ist nicht so selten, wenn Sie in ein Pflegeheim kommen und so weiter, der Patient, der riert sich nicht mehr, das ist ganz komisch, der kriegt da so schlecht Luft, der hat nur 5 Atemzüge in der Minute. Schauen Sie mal nach, welche Pickerl alle auf ihm draufpicken. Und da kann wirklich einmal hoppala sein, dass man 2 Schmerzpflaster gibt oder 1 in der falschen Dosierung und so weiter. Da können Sie einfach dadurch, dass Sie das Pickerl overreißen, vielleicht sogar einen Antagonisten spritzen, schon sehr gut helfen. Gut, die nächste Geschichte. Super. Eine Frage. Ja, gerne. Bei der TGA fragt ein Kollege, ob man das präklinisch irgendwie genauer eingrenzen kann und ob solche Leute auf eine Stroke zur Abklärung gehören oder ob die normal auf Interneuro kommen sollten. Na, also der Trick ist, es gibt den sogenannten Schlüsseltrick. Jeder von uns hat einen Schlüssel im Einstecken oder irgendein anderes drum, ein Handy, ein Kugelschreiber. Und man sagt dem Patienten, wissen Sie, was das ist? Er wird sagen, naja, das sind Schlüsseln, eh klar. Okay, bitte merken Sie sich, wo ich die jetzt hingebe. Dann lenkt man ihn ab mit irgendeiner Frage, Wohnort, Geburtsdatum, ich weiß nicht was. Und dann fragen Sie ihn, was habe ich jetzt eingesteckt in die Taschen? Und er sagt, wieso, in welche Taschen, was meinen Sie jetzt? Und das ist ganz typisch für eine TGA. Und die TGA-Patienten stellen repetitiv immer dieselben Fragen. Die alte Oma vom Friseur hat gesagt, wie komme ich eigentlich ins Spital? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich da her? Dann erklärt man sie freundlich, ach so, wie komme ich eigentlich ins Spital? Wie komme ich da her? Erklärt, ach so. Und das ist ganz typisch. Und natürlich kann man zur Sicherheit die Neurologie ins Spiel bringen, ja. Aber in der Regel kommt man sozusagen auf einer allgemein internistischen Aufnahmestation sehr gut sozusagen mit so einem Kasus zurecht. Ich glaube, ich habe die Frage ausführlich beantwortet. Nächster Fall war auch interessant.
Ein junges Mädchen, 21 Jahre, normaler Blutdruck, normale Herzfrequenz, kommt zu uns ins Spital. Sie hat eine seit Wochen bestehende Schwäche der linken Hand. Und das war, da kann ich mich nur sehr gut erinnern, weil die war in einem Büro tätig und es ist ja schon länger aufgefallen beim Tippen, dass sie manche Buchstaben nicht erwischt hat, weil die Hand botschert war. Und da hat sie sich halt, weil es geschickt war, irgendwie geholfen. Aber irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Dann hat es ihrer Mutter gesagt, das ist eine Ergotherapeutin gewesen, und die hat gleich gesagt, na, um Gottes Willen, du gehst sofort ins Spital. Wir haben sie angeschaut und da hat sie tatsächlich eine auffällige Neurologie gehabt. Sie hat einen absinken im Armhalteversuch gehabt. Sie hat eine Unsicherheit im Kniehackeversuch gehabt. Also das war neurologisch schon sehr auffällig. 21-jährige Patientin. Wir haben nicht genau gewusst, was sie hat. Also da war die gesamte Neurologie sozusagen in der Differentialdiagnose. Diagnostisch hätten wir uns sehr gern bei einer 21-jährigen MRT gewünscht. Worden ist es ein CT. Und im CT haben wir ganz was Schauerliches gefunden, nämlich diese riesige zystische Raumforderung. Und es hat dann der Radiologe angerufen und gesagt, Herr, warum macht es eine kleine MRT? Ja, haben wir dann doch noch eines bekommen. Das hat uns aber nicht sehr viel weitergeholfen, weil es hat auch genauso ausgeschaut wie im CD. Und wir haben dann die Patientin zur weiteren Observanz und zur Einleitung einer weiteren Diagnostik bei uns aufgenommen. Und auf einmal auf der Station macht die Patientin nur einen Schnopper, fällt nach hinten um, verdraht die Augen und wird reanimations- und intubationspflichtig. Das ist alles irgendwie gut gegangen. Sie ist zu uns auf die anästhesiologische Intensivstation gekommen und die Neurochirurgen haben dann die Patientin zum Umschleichen begonnen und man hat nicht genau gewusst, wie man ihr helfen kann. Und wir haben dann Spezialisten aus dem AKH Wien von der Uniklinik hinzugezogen und irgendein mutiger Neurochirurg hat gesagt, es muss jetzt was passieren. Er hat die zystische Raumforderung im Rahmen einer nicht ganz ungefährlichen Operation punktiert. Das Zysterl ist aufgegangen, hat eine Flüssigkeit entleert und seitdem ist die Patientin völlig gesund und beschwerdefrei. Die Differentialdiagnose, die gestellt wurde, war ein polyzystisches Astrozytom. Ich habe das selber googeln müssen. Das ist keine langläufige neurologische Erkrankung, die mir bekannt war. Aber in der Nachuntersuchung war die Patientin völlig beschwerdefrei und meines Wissens geht es ihr nachhaltig gut. Das heißt, auch intrazerebrale Raumforderungen können klinisch am Anfang so wie eine Ischämie oder eine Hämorrhagie imponieren. Also ein weiterer wichtiger Stroke. Schauen wir uns den nächsten Fall an. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Seit dem Vortag hängender Mundwinkel links. Ein 54-jähriger Patient ist mit Zuweisung vom Hausarzt gekommen. Er hat angegeben, das hat irgendwie komisch angefangen. Er hat zuerst so irgendwie so ein baumstiges Gefühl gehabt im Mund. Beim Zähnputzen hat er das Gefühl gehabt, irgendwie das rinnt ihm alles zusammen. Der Geschmack war komisch. Also beim Jausen hat er gesagt, das hat alles komisch geschmeckt. Außerdem bringt er seit heute das linke Auge nicht mehr zu. Das heißt, da ist ihm der Schircher gegangen und darum ist er zum Hausarzt gegangen. An Vorerkrankungen war nur ein Diabetes bekannt. Und klinisch hat er so ausgeschaut. Und das ist eigentlich ein ganz typischer Befund für periphere Facialis Parese. Und in unseren Breiten gehört es sich, dass man den Patienten diagnostisch lumbal punktiert, weil eine Neuroborreliose kann das machen und eine Neuroborreliose gehört IV-antibiotisch behandelt. Das ist gemacht worden, da hat es eine unauffällige Zellzahl gegeben. Das war also eine idiopathische periphere Facialis Parese. Da glaubt man, dass da ein viraler Prozess dahinter steckt. Keine Details jetzt,
und man kann sich überlegen, dass man die Patienten mit Cortison behandelt. Nur wenn man dem ein Cortison gibt, das ist ein Diabetiker, dann muss man ihn stationär aufnehmen. Weil das Cortison kann den Zucker völlig zum Entgleisen bringen und der kann sich dann daheim nicht mehr helfen. Ja, ein einfacher Fall, aber eine wichtige Differentialdiagnose. Und Sie erkennen es halt immer, ob der Stirnast mit betroffen ist oder nicht. Und das Bild ist ja ganz eindrücklich gewesen. Also dieser inkomplette Lidschluss ist ganz typisch für die periphere Facialisparese. Bei der zentralen Facialisparese hängt sozusagen nur der Mundwinkel, aber die Augen können in der Regel völlig normal geöffnet und geschlossen werden. Nächster Fall, ein Schwindelpatient. 56 Jahre, eine Frau, eher höherer Blutdruck, eher höhere Herzfrequenz. Auch ein Fall, den man schnell lösen kann. Die Patientin gibt an, in der Früh ist sie im Bett gelegen, da war noch alles in Ordnung. Dann hat der Wecker gleich, dann hat er sich auf die Seiten draht, um den Wecker abzudrehen. Und auf einmal kommt ein ganz schierer Schwindel. Halbe Minuten, Minuten hat er angehalten, dann ist es gegangen. Dann wird die Patientin aufstehen und wieder ein Manöver mit dem Kopf, wieder ein schierer Schwindel. Hat eine Zeit lang gedauert, bis sie sich erfangen hat. Und dann hat sie halt Angst bekommen und ist deswegen ins Spital gekommen. Und wir haben bei der neurologischen Untersuchung einen lagerungsabhängigen Nystagmus gefunden. Und die Diagnose ist ganz klar ein benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Und diesen Lagerungsschwindel kann man eigentlich durch die Lagerungsprobe, wo der Patient vor dir sitzt, und du legst ihn auf die eine Seite und dann auf die andere Seite und bei einem dieser Manöver löst du einen Nystagmus aus, eigentlich beweisend diagnostizieren. Und die Therapie ist ganz wichtig, den Patienten aufklären, dass das eine harmlose Erkrankung ist, dass das wieder weggeht. Weil die hat schon Panikattacken, die fürcht sie eh schon. Und jetzt auf einmal folgt der Körper nicht mehr. Das heißt, man muss sie wirklich belehren, das ist gutartig und sie müssen auf die Füße bleiben. Weil der gutartige Lagerungsschwindel prädestiniert dazu, dass er chronifiziert. Das bedeutet, die Patienten merken, naja, wenn sie sich daheim auf der Couch aufbauen und sie nicht bewegen, da geht's eigentlich. Also man kann mehrere Folgen der Lieblingsserie hintereinander auf Netflix schauen. Aber sobald man sie bewegt, wird man schwindelig. Bewege ich mich lieber nicht. Nur wenn du nicht in die Bewegung kommst, hat das Gehirn keine Chance zu adaptieren und du bringst den Schwindel nicht an. Das heißt, du musst die Leute ermutigen, auf die Füße zu bleiben. Nächster Fall. Das ist jetzt ein ganz schwerer Fall. Ja? Also das ist... Mal schauen, also der Marco, glaube ich, der kommt schon drauf, aber sonst, das ist tricky. Das ist eine Patientin, die ist zu Hause gestürzt und kommt wegen Schmerzen in beiden Beinen zunächst auf die Unfallchirurgie in unserem Zentrum und das ist eine Migrantin, die nicht gut Deutsch kann. Der Mann ist auch mit, der kann auch nicht gut Deutsch und es ist irgendein Nachbar mit, der übersetzt, aber man hat das Gefühl, der versteht eigentlich auch nicht gut und er übersetzt so ein bisschen, was er glaubt, was jetzt gescheit ist, dass er sagt. Und was ganz komisch ist, die Patientin hat einen Druck mit 60 zu 30, eine normale Herzfrequenz und nachdem die Unfallchirurgen sie durchröntgenisiert haben und nichts gefunden haben, schicken sie es zu uns auf die Neurologie bzw. zu den Internisten und sagen, bitte schaut sie sich euch an. Und die Anamnese ist nicht gut verwertbar. Vorerkrankungen kann man eigentlich nicht erheben. Sie hat nur an typischer Stelle einen Schnitt. Wir glauben, das könnte der Herzschrittmacher sein, weil es ist ja irgend so ein Kastel zum Tasten. Sie hat viele türkische Präparate mit und eins könnte der ACE-Hemmer sein, weil da in diesem türkischen Wort also eine ACE-Silbe drinnen ist. Und was ganz arg ist, die Patientin hat eine schlaffe, hochgradige Paraparese beider Beine. Und das ist eigentlich ein dramatischer Befund. Und das ist ganz glaubhaft in der Untersuchung, da geht nichts mehr.
Und während wir sie untersuchen, wird die auch auf einmal inkontinent. Also da ist irgendein akuter Prozess im Gange. Und wir haben einen Klick gehabt, weil wir eine smarte Differentialdiagnose von Anfang an gestellt haben, weil wir haben geglaubt, das könnte der Dissektion sein. Und was so ein bisschen das Leitsymptom war, war der niedrige Blutdruck. Wir haben die Patientin nicht akut jetzt ins MRT legen können, um das Myelon anzuschauen, weil da ein Schrittmacher eingebaut war, wo wir gar nichts gewusst haben und das haben wir auch nicht akut herausfinden können. Wir haben vielmehr eine CT mit einer CT-Angiografie gemacht und wenn man da schaut, das ist die Dissektion. Da hat sie zwischen der Aorta, dem wahren Lumen, und der Aortenwand, ein zweites Gefäßgebiet sozusagen, aufgetan. Und da ist die Aorta von Kopf bis Fuß sozusagen durchdissektiert. Hier sieht man es auch sehr schön. Ja? Das ist die Dissektion. Da ist ein Kontrastmittel drinnen. Das da ist ein Wirbelkörper, das ist die Leber. Und da drinnen ist das Problem. Und die Patientin hat eine Typ-A-Dissektion gehabt. Wirklich von der Klappe bis in die Beckenetage hinauf in die Karotiden war sie nicht dissetziert. Die hat das alles überlebt, ist paraplegisch geblieben, hat einen künstlichen Darmausgang gebracht und ist dialysepflichtig, weil alle nachgeschalteten Organe, die sozusagen durch die Dissektion nicht mehr versorgt werden konnten, ausgefallen sind und sozusagen ersetzt werden mussten. Ein ganz ein schwieriger, kniffeliger Fall und das Leitsymptom war eben diese Paraparese mit niedrigem Blutdruck. Vielleicht merken Sie das, vielleicht sehen Sie das einmal. Und ganz typisch wäre auch, dass die Patienten eigentlich einen Vernichtungsschmerz angeben. Das war bei unserer Patientin nicht. Die ist sehr gefasst im Bett gesessen, die hat sich nur gewundert, was passiert jetzt gerade mit mir. Weitere beliebte Stroke-Meanings sind alle so peripheren Nervenausfälle, also die Radialis-Parese, ja, die Fallhand, ja, die Ulnaris-Parese, ja, diese Krallenhand oder was es auch immer gibt, diese Parkbank-Lähmung, ja, wo sie die Leute den Axillaris hier oben abdrücken, weil sie irgendwo lang drauf liegen. Junkies zum Beispiel, die irgendwo ganz verkümmert, stundenlang liegen, die können auch die peripheren Nerven abdrücken, weil die ja in der Regel sehr dünn sind. Unterzuckerungen können alle möglichen neurologischen Ausfallssymptome machen. Also ich heile regelmäßig Schlaganfallpatienten, die mir zugewiesen werden, durch Glukoseinfusionen. Auslenkungen der Leber, Leberzirrhotiker, wenn die Leber dekompensiert, die können ganz komische Krankheitsbilder machen. Und dann gibt es auch noch Nierenfunktionsstörungen, die ebenfalls neurologisch auffällig zeichnen können. Jetzt da, im letzten Drittel unseres Vortrages kommen wir zu dem Kniffligeren, zu den Stroke-Chamäleons. Und die Stroke-Chamäleons, das habe ich schon ganz am Anfang gesagt, die sind deswegen knifflig, weil das schaut eben nicht aus wie ein Schlaganfall, ist aber ein Schlaganfall. Und das Doofe ist, du erkennst die Erkrankung nicht und du behandelst die Erkrankung nicht. Und in Zeiten wie diesen kannst du da echt Schwierigkeiten bekommen. Und ich warne sehr davor, sich zu schnell auf eine bestimmte Diagnose festzulegen. Insbesondere, wenn es um junge Frauen mit fluktuierender neurologischer Klinik geht. Das ist in großen Untersuchungen, hat man gesagt, gerade diese Patientinnengruppe wird so ein bisschen ins hysterische Eck gestellt. Und wenn sie das dann machen, dann haben sie die Erkrankung nicht erkannt, du hast die Erkrankung nicht behandelt und du hast dann Patienten diskriminiert und dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, dann hast du eigentlich drei schwere Fehler gemacht, und aus der Nummer kommt man schlecht heraus. Und noch einmal zur Verstärkung. Junge Frauen mit fluktuierender neurologischer Klinik sind immer hochsuspekt, dass da ein Schlaganfall dahinter stecken könnte.
Also ein Fall, ja, ein klassisches Drohkameleon. 54-jähriger Mann, der kommt mit der Rettung akut ins Spital. Er sagt, er ist beim Fernsehen eingeschlafen. Ein Schicksal, das er mit Millionen von Österreichern teilt. Als er munter geworden ist, weil er rauchen gehen wollte, hat er auf einmal einen ganz Orgenschwindel gemerkt. Er hat eine Hörminderung bekommen und an der linken oberen und unteren Extremität ist eine neurologische Auffälligkeit aufgetreten. Ich bin von meiner Haltung her auch Psychosomatiker. Ich frage immer so, und wie geht es Ihnen gerade? Gibt es Belastungssituationen? Und da hat er gesagt, naja, momentan geht es ihm nicht gut, weil die Gattin ist schwer krebskrank und man weiß nicht, wie das ausgeht. Die ist schon seit einem halben Jahr im Spital. Er ist gewohnt zu rauchen, Medikamente nimmt er keine, er schaut internistisch krank aus, aber er war noch nie beim Arzt, deswegen hat er auch keine einzige Diagnose und kein einziges Pulver. Das ändert sich aber schlagartig. In der neurologischen Untersuchung ist er auffällig, er hat eine sensible Halbseitensymptomatik rechts, einen hängenden Mundwinkel rechts, Apoptose links und einen bilateralen spontanen Nystagmus. Der Patient wird dann unter dem Aspekt einer Durchblutungsstörung im hinteren Stromgebiet, also einer Durchblutungsstörung im Kleinhirn oder im Hirnstamm, auf der Neurologie aufgenommen. Eine Differentialdiagnose, an die man auch noch denken kann, weil er sagt, ja, auf einmal hat er nichts gehört und der starke Schwindel ist der Vestibularis-Ausfall. Aber er hat dazu noch eine neurologische Klinik, die man sich nicht durch einen reinen Vestibularis-Ausfall erklären kann. Der Patient wird in der CT angeschaut, es wird der CTA gemacht, es wird eine Duplex-Sonographie gemacht. Also die Angiografie ist nicht sauber, sie zeigt nicht wirklich einen Gefäßverschluss, aber er ist zerebrovaskulär krank. Er wird unter dem Aspekt vor einem Schlaganfall zur Observanz aufgenommen und in der Computertomographie. Und darum habe ich Ihnen ganz am Anfang die Balkonmappe gesagt. Mit dem Wissen von später sieht man da nämlich einen Schlaganfall. Vom Facharzt für Neurologie, für Radiologie wurde das als unauffällig befunden. Der Facharzt für Neurologie hat es in der Akutsituation auch nicht gesehen. Aber das da hinten, das ist ein verdächtiges Areal. Aber das weiß man auch immer erst nachher. Wie ist es dann weitergegangen? Der Patient war dann bei mir auf der Neurologie. Und ich habe zur weiteren Abklärung ein MRT ausgeschrieben und den HNO-Arzt involviert. Und da ist dann echt was Arges passiert. Der Patient wird klein davor auf die HNO geführt, ist weg und es kommt zurück ein Befund vom HNO-Arzt, eindeutiger Vestibularis-Ausfall rechts. Also bei der Diagnose, da tut man so eine kalte und eine warme Luft in den Gehörgang hineinblasen und schaut, ob es irgendwelche Nystagmen gibt, es wird ein Gehörtest gemacht und so weiter und so fort. Aber der Facharzt für HNO kann technisch objektiv sagen, das Vestibularorgan ist ausgefallen. Ich bekomme den Befund und denke mir, aha, das haben wir jetzt eigentlich so nicht gedacht. Müsste dem Patienten sagen, ja, sie haben da keinen Schlaganfall, aber der Patient ist schon wieder weg. Wo ist er? Im MRT liegt er. Also ich erzähle Ihnen jetzt die Geschichte sehr offen. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und im MRT, sieht man genau an der Stelle, die im Nachhinein auch da schon sehr verdächtig ausschaut, ein Kleinhirninfarkt. Und das Rätsels Lösung, warum der auch einen lupenreinen Vestiausfall hat, ja, da hinten liegt auch der Nervenkern für das Vestibularorgan. Das heißt, durch den Schlaganfall ist der Vestibularis ausgefallen. Das heißt, der hat einen zentralen Vestibularis-Ausfall, der durch den Schlaganfall bedingt ist. Auf den Vestibularis Ausfall alleine sind wir nicht hineingefallen, weil er hat zu viele andere zusätzliche neurologische Symptome gehabt. Und was man aus dem Fall mitnehmen kann, man muss die Patienten orientierend ein wenig untersuchen. Schauen wir uns den nächsten Fall an. Eine junge Frau, 1974 geboren, vom Beruf Pflegehelferin, also jemand aus der Branche. Die Patientin kann am Anfang noch
eine Anamnese angeben. Heute in der Arbeit plötzlich ein Schwächegefühl in beiden Beinen. Gleichzeitig sind starke bifrontale Kopfschmerzen aufgetreten. Außerdem hat es ihm im Reden schwer getan. Und dann auf einmal hört die Patientin zum Reden auf, geht in die Embryonalstellung, heult, versteckt sie unter der Decke, also ganz komisches Verhalten. Die Mutter ist mit und sagt, seit das Kind 17 ist, also seit 10 Jahren oder so, hat die Patientin immer wieder ähnliche Zustände. Es kommt zum plötzlichen Auftreten von Kopfschmerzen mit hochrotem Gesicht. Manchmal ist die Patientin nicht ansprechbar, manches Mal schon. Und heute, was man da sieht, schaut genauso aus, wie es immer ist. In der neurologischen Untersuchung, muss man sagen, findet man nicht sehr viel raus, weil die Patientin, ehrlich gesagt, nicht besonders compliant ist. Ja? Das gibt es heute im Leben. Der Patient ist nicht gut untersuchbar. Er wird von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten bezirzt, aber es geht einfach nicht. Die Untersuchung muss abgebrochen werden. Man macht zur Sicherheit, um eine Blutung auszuschließen, eine Computertomographie. Da sieht man nichts. Am nächsten Tag, da geht es der Patientin schon deutlich besser. Da gibt sie nur mehr an, irgendwie in die Fingerspitzen, also die Hand, die ist irgendwie komisch. Sieht man in der MRT Folgendes. Einen großen Mediainfarkt links, einen Territorialinfarkt. Die Patientin hat uns verklagt, das ist ihr gutes Recht, weil wir den Schlaganfall nicht erkannt haben, weil wir den Schlaganfall nicht richtig therapiert haben. Was wir nicht gemacht haben als Fehler war, dass wir es diskriminiert haben. Also wir haben das nicht als psychogen abgetan. Die Patientin hat auch Recht bekommen. Der Gutachter hat gesagt, ich hätte es gleich immer die machen sollen. Aber ihr habt schon gemerkt aus den vorhergehenden Fällen, das ist technisch nicht immer realisierbar. Wir können leider nicht alle Patienten zu einem x-beliebigen Zeitpunkt ins MRT legen. Ich glaube, dass der Fall de facto nicht lösbar war, ja, in der Situation, weil man hätte es eigentlich fürs MRT narkotisieren müssen und eine Narkose ist auch ein invasiver Eingriff mit bestimmten Risiken. Da sind wir eigentlich nicht gut ausgestiegen. Einen Fall schauen wir uns noch an, ja, einen weiteren Stroke, ein weiteres Stroke-Chamäleon. Eine 53-jährige Krankenschwester, ähnliche Geschichte. Sie klagt seit gestern über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen. Sie wird auf der HNO aufgenommen mit Verdacht auf einen gutartigen Lagerungsschwindel. Sie kommt dann zum Neurologen, in dem Fall zu mir, zur Abklärung. Und da gibt sie an, dass sie ganz starke Schmerzen im Nacken links gehabt hat. Also das war vom Gefühl her so, bist du deppert, ich glaube mir ist was zerrissen. Das war ein ganz arger Schmerz. Jetzt geht schon, aber besser nicht viel bewegen. Außerdem hat sie Dysästhesin im Bereich des rechten Armes geboten. Und ich war listig. Ich habe geschrieben, möglicherweise ist ein gutartiger Lagerungsschwindel. Aber ich habe gesagt, bitte macht nur ein CT und vor allem einen Ultraschall der hirnversorgenden Gefäße, weil ich habe mir gedacht, puh, das könnte eine Dissektion sein. Und es war auch eine Dissektion. Also da hat es eine Vertebralarterie zerrissen und da hat die Patientin dann einen Kleinhirninfarkt bekommen. Ist gut damit ausgestiegen. Aber die hat halt mehr gehabt als einen Schwindel. Die hat Schmerzen gehabt im Knack, die man sie nicht gut erklären hat können. Und vor allem, sie hat eine botscherte Hand gehabt. Und das alles miteinander hat dazu bewogen, dass man sie sich näher anschaut. Und in der MRT sieht man dann im Intervall eigentlich einen riesigen Kleinhirninfarkt. Aber den hat die Patientin sehr, sehr gut überstanden. Nur ein Fall, ja, genauso, Verdacht auf Vesti-Ausfall. In der ersten CD sieht man eigentlich nicht sehr viel, einen Tag später einen beidseitigen Kleinhirninfarkt, extrem bedrohliche Erkrankung, weil im Kleinhirn haben wir nicht viel Platz und wenn da der Schlaganfall anschwillt, dann müssen wir den Schädelknochen weggeben. Gut, wenn wir jetzt schon beim Schwindel sind, es gibt Warnsymptome.
Also für einen Schlaganfallpatienten, habe ich gesagt, ist es ganz typisch, dass der Blutdruck höher ist. Ja? Und ein weiteres wichtiges Warnsymptom ist auch, wenn die Herzfrequenz hoch ist. Und die Patienten haben weitere neurologische Ausfallsymptome. Und darum ist es gut, sich eine orientierende neurologische Untersuchungstechnik anzueignen, die man praktisch im Rettungsauto oder präklinisch am Unfallort sozusagen durchführen kann. Da kann man dann sehr gut oft einschätzen, in welche Richtung die Reise geht. Und das ist dann jetzt, glaube ich, wirklich der letzte Fall, den ich zeige. Ein 76-jähriger Patient, der kommt mit der Rettung in die Erstversorgung und sagt, seit der Früh kann er die rechte Hand nicht mehr bewegen. Und er ist so quasi als Gesunder aufgestanden und dann beim Frühstücken hat er gemerkt, dass er beim Frühstücken die rechte Hand auf einmal nicht mehr folgt. Er hat schon mal einen Schlaganfall gehabt, er hat eine Thromboas zur Sekundärprophylaxe und er hat ein klinisches Bild, das schaut so aus, so eine Fallhand und das ist eigentlich ganz typisch eine periphere neurologische Erkrankung, wenn man sie zum Beispiel irgendwo verlegt und den Axillaris zum Beispiel abdrückt. Ja, da kann so eine Fallhand, eine Radialisparese entstehen. Nur der Patient ist alt, er sagt, es ist ganz plötzlich gekommen und er hat schon mal einen Schlaganfall gehabt. Zur Sicherheit haben wir den aufgenommen. In der Akut-CT sieht man eigentlich noch nicht wirklich etwas. Aber am nächsten Tag im MRT sieht man hier genau im motorischen Kortex, genau in dem Areal, das die Hand funktionell im Gehirn repräsentiert, einen Schlaganfall. Und bei dem war sozusagen der Clou, dass man sich eher für die Aufnahme auf der Schlaganfallstation entschieden hat, das Alter, die vaskulären Risikofaktoren und die glaubhafte Anamnese, dass das ganz plötzlich aufgetreten ist. So, dann bin ich am Ende mit meinen Ausführungen. Ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, für die virtuelle und stehe sehr gerne nur, falls es Fragen gibt, für weitere Fragen zur Verfügung. Regie, bitte melden. Verstanden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. War sehr interessant mit mehreren Dingen, die uns dann eigentlich doch wieder zu einem Schlaganfall oder eben vom Schlaganfall in weiterer Folge weggeleitet haben im ersten Moment. Ich kann nur aus eigener Erfahrung erzählen, dass viele Sachen, insbesondere die mit dem Kleinhirn zusammenhängen, ich habe in einem sehr kleinen Spital gearbeitet, wir hatten beim CT das heilige Prozedere wie ihr beim MRT gehabt und wir hatten sehr oft bei Patientinnen insbesondere die einen Kleinhirninsult gehabt haben, die wir dann auch weitergeschickt haben. Mich hätte schon noch etwas interessiert, und zwar, wenn man zurückgeht zu diesem Fall K jetzt gedanklich rein. Das war die Dame, wo du gesagt hast, die hat euch dann verklagt, in dem Sinn, weil ihr das MRT zu spät gemacht habt, also eigentlich, weil ihr den Schlaganfall nicht erkannt habt, hätte jetzt das MRT tatsächlich eine Konsequenz gehabt in der Stunde Null? Weil das ja ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Ja, in diesem Fall. Ja, also dieser Fall, den kann man auf alle akut neurologischen Fälle, sozusagen auf alle Ischämien umlegen. Du hast für die systemische Lysetherapie ein Zeitfenster von 4,5 Stunden und du hast für die Thrombektomie, also für diesen Hirnkatheter, wo man so wie beim Herzkatheter ins Herz mit dem Katheter ins Hirn fällt, ein Zeitfenster von 6 Stunden. Und das Wunderbare mittlerweile ist schon, weil wir haben ja gesehen, das ist ja Territorialinfarkt von der Mete, das heißt, da muss ein größeres Gefäß betroffen sein. Das wäre schon jemand gewesen, wenn man rechtzeitig draufgekommen wäre und Kontraindikationen gab es keine, diese Patientin hätte man systemisch lysiert. Ob das dann wirklich weggeht, ja, das wissen wir beide nicht, Marco. Aber wir hätten sozusagen alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich möchte nur dazu sagen, auf einer menschlichen Ebene, bei der Patientin ist halt wirklich ein Taubheitsgefühl in der Hand zurückgeblieben. Also die Hand ist völlig funktionsfähig. Ich würde sagen, nicht kleinreden, weil man nicht viel gespürt an der Hand. Das ist lästig. Aber
Die ist verblüffend gut ausgestiegen. Warum? Weil sie sehr jung ist und sehr gut kompensieren kann. Aber also die Diagnostik. Für mich war die, Entschuldigung, für mich war die Frage rein ein bisschen auch, um das zu erklären, das dahinterstehende Bild. Es ist mir schon, die war jetzt etwas rhetorisch gestellt, sagen wir es mal so. Ja. Aber eben die Frage ist eben dahinter, wie stark setzt man sich durch auch gegen eine gewisse andere Abteilung unter Anführungszeichen. Und das, sei mir bitte nicht böse, es tut recht gut zu sehen, dass auch ihr bitten und betteln müsst um gewisse Untersuchungen. Und im Prinzip wird dann im Endeffekt überbleiben diejenigen, die direkt mit dem Patienten zu tun haben. Und das ist auch in der Präklinik oft so. Dann möchte ich mich auch bedanken für deine Worte. Es bringt nichts, auf dem Notarzt herumzuhacken. Wir sind wirklich oft in dieser Bredouille, dass wir nicht wissen, was ist zuerst und was ist danach gekommen. Beziehungsweise ist das jetzt ein Schlaganfall, ist das kein Schlaganfall? Na, danke schön für die Erklärung und Ausführung. Das war in diese Richtung hingehend, Thrombektomie versus Lysetherapie und dass es tatsächlich in dem Fall sehr wohl etwas gemacht hat und dass man eigentlich auch für seine Patienten mehr kämpfen muss in manchen Dingen, glaube ich. Ne? So, von mir aus, René, hast du noch Fragen diesbezüglich sammeln können? Ja, ich habe da jetzt einmal ein bisschen durchforstet, während ihr geplaudert habt. Ganz witzig, drei Leute fragen, was du mit Herdbefund gemeint hast. Du hast das Wort Herdbefund anscheinend in den Mund genommen. Muss ich ja, das sagen. Ist eine Auffälligkeit in der Hirnstromkurve im EEG, das darauf hindeutet, dass es, also das EEG wird mit Elektroden an der Schädeloberfläche abgegriffen. Und das kommt aus einer Zeit, wo man noch nicht ins Hirn reinschauen hat können. Und man sieht dann, dass der Strom irgendwie komisch rennt an der Stelle, wo die Elektrode ist. Das kann sein bei einem Hirntumor, das kann sein bei einer großen Hirnblutung, das kann sein bei einer Infarktnarbe, auch einem Schlaganfall. Da sieht man dann im EEG, also in der Kurvenaufzeichnung, das schaut anders aus, wie es sein sollte. Und das nennt man im Jargon Herdbefund. Perfekt. So haben wir eigentlich die ganze Zeit abgearbeitet. Eine Frage hätten wir noch, habe ich da aufgeschnappt bei uns. Wir sitzen da und machen da mit Popcorn und so weiter. Nein, nicht wirklich, aber. Genau. Wir hätten eine Frage noch zu diesem, lustigerweise, es gehört nicht dazu, aber es ist bei dem L-Fall aufgetreten, diese Flush-Symptomatik, ob die irgendwie, also du hast da gesagt gehabt, dass die schon seit ihrem 17. Lebensjahr Beschwerden gehabt hat und zur Flush-Symptomatik aufgewiesen hat. Hat das irgendeine Erklärung in der Erkrankung oder in dem, hat die vielleicht eine Gerinnungsstörung oder eine Thromboseneigung oder ist da in der Richtung was gewesen? Also ich glaube, es ist viel simpler. Der Flush war Ausdruck von überhöhten Blutdruckwerten und die hat eigentlich einen pathologisch erhöhten Blutdruck gehabt, der ihr vielleicht hormonell bedingt, ja, ich mutmaße jetzt, aber wo es zu ganz massiven Blutdruckspitzen gekommen ist. Und da hat sie dann klinisch gezeichnet. Und ich glaube, es war as simple as that. In der sehr sorgfältigen Abklärung hat man dann nichts gefunden. Also sie hat schon so ein bisschen syndromatös gewirkt, also so ein bisschen trockene Haut, so grobporig, also so, wo man sich denkt, hey, da könnte eine andere Erkrankung auch mal dahinter stecken. Aber man hat mit den langläufigen Methoden nichts gefunden. Okay, danke schön von meiner Seite. Ich glaube, wir haben nichts mehr, oder? Nein, wir sind glücklich. Wir haben uns sehr amüsiert und ich hoffe, diejenigen, die in der Quarantäne in Covid sitzen, auch, sind ja nicht Gott sei Dank allzu viele, ein bisschen eine Unterhaltung auf einer anderen Art. Danke vielmals, Christian, aus deinem Nebenberuf oder Satiriker, Komiker. Ein Komiker möchte ich nicht sagen, das ist vielleicht negativ behaftet, aber... Du hast uns sehr unterhalten an diesem Nachmittag und dafür möchten wir dir danken, wieder einmal für einen ganz grandiosen Vortrag. Und wir freuen uns, wenn wieder ein Thema von dir und mit dir auf unserem Programm steht. Ich glaube, René, da kann ich für uns alle sprechen, oder? Was sagst du? Genau so ist es. Perfekt. Vielen Dank. Ich danke auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es sind laut unserem Teilnehmerbericht fast alle bis zum Schluss da geblieben. Sehr gut. Spricht für den Vortragenden, dass keiner weggebrochen ist.
Wie eingangs schon erwähnt, werden wir uns innerhalb der nächsten Tage dann mit den Teilnehmerbestätigungen bei Ihnen melden. Dann wünschen wir noch einen schönen Spätsommer bzw. Anfang vom Herbst und sehen uns hoffentlich wieder Anfang Oktober über diese Hörsaalfortbildung bzw. Online-Hörsaalfortbildung. Werden Sie wieder am üblichen Weg informiert, entweder per Mail oder per Facebook oder sonstige Informationskanäle. Dankeschön. Schönen Abend. Danke, René, wieder mal auch und an die Teilnehmer auch einen wunderschönen Abend noch.